Stichwort Revolutionär. Was ist ein Revolutionär? Ein Revolutionär ist zunächst mal ein Typus und ich würde sagen gar keine Person, sondern ein Typus oder ein Aggregatzustand, ein kollektiver Aggregatzustand, das heißt also jemand, etwas. Entsteht durch Entzündung, ja. Nicht von, durch andere Menschen. Ja, der zunächst mal, bevor er irgendetwas ist, bevor er eine Eigenschaft besitzt, eine Synapse darstellt, eine Brücke, das heißt eine spezifische Qualität, Situationen des Endes einerseits und Situationen des Anfangs miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ein Revolutionär ist zunächst einmal weniger ein Handelnder als ein akut Beobachtender, in dessen Blick Enden, das heißt auch Dekadenzen, der Zusammenbruch von Regimes, sei er schleichend oder sei er galoppierend, mit einem Moment des Anfangs zu verknüpfen ist oder umgekehrt der Zukunft mit verbleichenden Vergangenheiten vernähen kann. An dieser Stelle, also an dieser Scharnierstelle, taucht eine Figur des Revolutionärs ein. Es ist also ein Spezialist der Verbindung, der Überblendung von Anfang und Ende. Und das heißt, er ist ein Montagekünstler. Ein Mann zwischen zwei Gesellschaften. Ein Mann zwischen zwei Gesellschaften, zwischen zwei Zeiten, zwischen zwei Zuständen, zwischen zwei Kollektiven, womöglich auch zwischen zwei unterschiedlichen Bildern des Menschen, die jeweils dabei im Spiel sind. Das heißt, im Grunde, er ist ein Montagekünstler, also einer, der Geschichte montieren kann. Und er weiß, dass an dieser Stelle die Montage von Geschichte an der Zeit ist. Ist Mirabeau beispielsweise in der Französischen Revolution in diesem Sinne ein Revolutionär? Mirabeau ist in dieser Hinsicht ein Revolutionär, er selbst und in all seinen mythologischen Abwandlungen, weil er den Augenblick als einen begriffen hat, der noch unbeschrieben ist. Weil, wenn Mirabeau zu reden anfängt, er nicht weiß, wie diese Rede enden wird. Er weiß nur, dass diese Rede etwas zu Ende bringen wird und vielleicht auch einen Neuanfang setzt. Ein grandioses, rhetorisches Exempel, wenn man so will. Und da kommt der Bote des Königs, ein Hofmarschall, ja, und sagt, hier, das Parlament ist aufgelöst, ja, und da kommt tritt er auf, weiß noch nicht, was er sagen wird, ja, und er sagt, ja, es gibt diesen König gar nicht, der versucht, das Parlament auseinanderzutreiben. Das heißt also, er geht mit losen Verbindungen um, ne? Ein eintreffender Bote, eine Botschaft des Königs. Ist selber immer verblüfft am nächsten Tag, was er getan hat. Und das heißt auch, er ist nicht in dieses Gefäß eines einzelnen Redners zu bringen, sondern er ist im Grunde ein Gefäß für temporale Zustände, also für eine ausgesetzte Zeit, das heißt für Verknüpfungen, Verbindungen, die einen Augenblick lang unterbrochen erscheinen. Durch ihn strömt was durch. Genau. Und das bedeutet auch natürlich, dass kein Revolutionär in irgendeiner Weise etwas ist, sondern im Augenblick des eigenen Werdens sich selbst begreift. Ne? Er selbst wird in seiner Rede zu etwas, das er vorher nicht gewesen ist. Er selbst versammelt gewissermaßen Aktionspotenziale, die vorher in diese Person gar nicht gepasst hätten. Und das heißt auch gleichzeitig, dass man zwangsläufig die Situation eines Revolutionärs, wenn er tatsächlich als Person auftritt, immer auch als Experimentalsituation begreifen muss. Und das bedeutet wiederum, dass in diesem Augenblick unklar ist, welche Kräfte, welche sozialen, politischen Kräfte überhaupt an der Zeit sind. Das ist mal eine fusionierende Gruppe, nicht? Ja. Also es ist ein mimetisches Element, ja? Also eine Nachahmung auf Gegenseitigkeit für etwas, was die Zeit erfordert. Ja. Also wenn ich mit Spickzettel oder mit fertiger Rede käme, dann könnte ich das nicht realisieren. Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn Revolutionen sich dadurch auszeichnen, dass sie eine Probe auf soziale und politische Bindungsfähigkeit sind, das heißt auf die Auflösung alter und die Schaffung neuer Bindungen, dann wird hier ein ganzes Kräftefeld ins Spiel gebracht, in dem völlig unklar ist, welche Kompetenzen eigentlich verlangt werden. Der Revolutionär kann autoritär sein, der Revolutionär kann der gute Freund sein. Der Revolutionär kann sich durch körperliche Stärke, durch Arbeitsbelastung auszeichnen. Der Revolutionär kann sich genauso durch Menschenverachtung wie durch Übermaß an Philanthropie auszeichnen. All diese Momente, das heißt also all die Codes, unter denen soziale, politische Verhältnisse zu funktionieren beginnen, sind in Frage gestellt und es stellt sich an diesem Augenblick das Problem, welchem Bindungsmodell kann man in einer bestimmten Situation für einen Augenblick den Vorzug geben? Ist es das Charisma? Ist es die Rechtsform? Ist es die tiefste Freundschaft? Ist es die Gemeinschaft? Ist es die Gemeinschaftsemphase etc.?
Und so kommen solche Gegensätze zustande wie Robespierre, mhm, ja, und der Danton beispielsweise. Was sind die von im Zivilberuf? Danton, soviel ich weiß, Mediziner, Robespierre, mit Sicherheit Jurist. Ja, und das heißt, sehr viele Juristen, mhm, sind hierbei, nicht? Ja, ja? Sehr viele Akademiker, mhm, sind eigentlich in der Revolution, ja, tätig. Was eben ganz entscheidend ist für das Beobachten von Revolutionären, dass Revolutionäre immer auch ein hohes Maß an, wenn man so will, sozialen und politischen Spezialistenwissen vorführen. Es sind also selten die naiven Jeanne d'Arc-Figuren, die Revolutionen anführen, sondern es ist immer ein Konsortium aus Spezialisten, Technokraten, Experten, ne, die an einer Front des Wissens, an einer Front, auch wenn man so will, der gesellschaftlichen Modernisierung arbeiten und wissen, dass Revolutionen auch nie ohne Wissen funktionieren. Und es gibt doch eigentlich kein Beispiel dafür, dass aus einem Elendsquartier, mhm, heraus, ja, ein Revolutionär heraustrat. Mahatma Gandhi kommt aus einer anderen Familie. Mhm. Ja, das ist kein Bauer. Mhm. Mao Zedong, ja, mhm, kommt aus einer relativ gediegen lebenden Familie. Mhm. Ja, Sie können jetzt alle nehmen. Spartacus ist ein ausgebildeter, ja, mhm, Elite-Gladiator. Mhm. Ja, mag Sklave sein, aber ein Elitesklave. Mhm. Sie haben also eine ganze Menge Beispiele, mhm, ja, aber kein Beispiel, dass es einen Direktgang gibt, mhm, zwischen jemandem, der wirklich aus den Betroffenen, ja, aus den Elenden heraus, mhm, den Miserables, mhm, ja, nicht, hier diese komplizierte Tätigkeit, ja, zwischen zwei Zeiten, mhm, zu vermitteln, mhm, ja, unternimmt. Ja und nein. Sie haben sicher recht, dass die Fatalität des Entrechteten darin besteht, dass er selbst keinen Weg zur Revolution findet. Eine elementare Einsicht. Es gibt eine Form der Entrechtung, es gibt eine Form der Verwahrlosung. Genau. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass der Revolutionär eben nicht als Person seiner selbst auftritt, sondern dass er immer eine Verkörperung, das heißt also auch immer eine Dramatis Persona ist. Ja. Das heißt also ein Schauspieler im elementarsten Sinn, er muss etwas inszenieren, er muss ein Kollektiv inszenieren. Und da wäre die Frage, aus welchen Rollenfächern, aus welchen Bereichen wird eigentlich eine Kollektivperson hergestellt? Das bedeutet gleichzeitig, dass der Revolutionär nicht nur Vergangenheit und Zukunft an einer entscheidenden Stelle miteinander verknüpft, sondern dass er zugleich, wenn man so will, gesellschaftliches Licht und manifesten sozialen Schatten verknüpft. Er muss also immer die Figur eines Entwicklers im fotografischen Sinne sein. Er muss eine Gesellschaft, er muss ein Geflecht aus dem Dunkeln holen und mit einem Mal in eine neue Sichtbarkeit retten. Deswegen meine ich, er wird mit Sicherheit Merkmale von Elendsvierteln, Verwahrlosungen, also unbekannten Regionen, also globalen Dschungels gewissermaßen übernehmen müssen und mit einem Mal ins Licht stellen. Also das wäre eine Figur des Revolutionärs, der nicht nur Vergangenheit und Zukunft miteinander verknüpft, sondern der zugleich etwas ins Licht stellt. Aber er kann Bibliotheksleiter vorher sein in einem Provinzort. Genau. Er kann Volksschullehrer sein, er kann Entwicklungshelfer sein, er kann Ökoaktivist sein, etc. Das heißt aber, er muss die Fähigkeit haben, Licht auf etwas zu werfen. Aus dem Schatten zu kommen. Genau. Ja. Und auch in der Französischen Revolution war ein entscheidender Punkt das Spektakel des Königshauses, das Ort der Repräsentation schlechthin, also Versailles. Das kann man sich abstoßen. Genau, plötzlich zum Schauplatz des Volks oder zum Schauplatz der Masse zu machen. Also etwas zu inszenieren, was vorher gewissermaßen im Dunkeln, jenseits der Beobachtbarkeit lag.